Nein, ich werde ihn nicht fragen, dachte ich. Ich werde diese gebrochene, gebeugte Gestalt hinter mir nicht fragen, ob er seine Frau dieses Stück noch einmal hat spielen hören. Dieses Meisterwerk des sensiblen Skeptikers, des eigensinnigen Modernisten Janáček, der in seinen Kompositionen, wie viele seiner Berufskollegen, eine Menge Dinge versteckte, die nicht nur das musikalische Ohr suchen, sondern auch jenes, das direkt mit dem Auge zusammenwirkt, das der Erzählungen. So ist im ersten Satz für den, der will, eine schöne Frau ganz konkret visuell wahrzunehmen. Alles um sie herum atmet Spannung. Und in diese Spannung taucht marcatissimo ihr Ehemann auf. Dann, in Satz 2, im Con Morto mit seinem bereits höchst unheilverkündenden Tremoli, können wir sehen, wie unsere Dame einem feinen Herrn begegnet, der außerdem vorzüglich Geige spielt. Flirten, doppeldeutige Bemerkungen. Uns wird klar, dass diese Bekanntschaft alles andere als harmlos verlaufen wird. Dann folgt der dritte Satz, der insgesamt eine Kalamität ist. Und wir erkennen, dass die Macht der Musik wirklich nicht immer harmlos ist. Umso mehr, wenn man Beethoven spielt. Und das Stück eines anderen Meisters? Ich höre innerlich noch immer den dritten Satz, und zwar die dahinjagenden 32. der Szczesowka, ein Motiv, dem man bei Janáček oft begegnet. Nun gut, hier aber dient das nette Dingelchen dazu, uns den bösen Dämon vorzuspielen, dem es großartig gelingt, aus dem Ehemann einen Wahnsinnigen zu machen. Der Herr des Hauses, als Figur im Übrigen reichlich widerwärtig ausgefallen, gerät in die Klauen der Eifersucht. Zunehmender Wahn. Der dritte Satz rast weiter. Zanken, Klagen. Das Andante ist eine kleine Atempause. Doch was geschrieben steht, steht geschrieben. Und mit sehr schwerem Herzen gesteht die Frau sich ein, dass sie eine gewisse Fantasie auch in Wirklichkeit gern erleben würde.
Im vierten Satz läuft irgendetwas schrecklich schief. Nach den Buchstaben dies alles, ja. Doch Kunstwerke bewegen sich aufeinander zu und voneinander weg. Brünn, Herbst 1923. Janacek sitzt an einem Tisch, unter dessen eines Bein er ein zusammengefaltetes Stück Papier geschoben hat. Er arbeitet an einem Stück auf der Grundlage von Tolstois Kreuzersonate, der Novelle, die ihn provoziert, ärgert und zweifellos auch heftig reizt. Fast 20 Jahre hat er mit den in Liebe und Eifersucht gefangenen Figuren gelebt und auch als Komponist schon mal an sie gedacht. Jetzt notiert er in 8 Tagen, was er zu sagen hat. Alles gelingt auf Anhieb. Der Komponist, er ist fast 70, gibt der Spirale von Leidenschaft und Schicksal, die sich von der Sonate zur Novelle zum Streichquartett bewegt, eine neue Wendung. Thank you.
Als Anna 2 Tage nach der Abreise des Fürsten mit den Kindern spazieren ging, bemerkte sie auf der in die Stadt führenden Straße eine auf sie zukommende Kutsche. Wer mag das wohl sein? Überlegte sie. Die Kutsche ließ die Anhöhe hinter sich und fuhr in beschleunigtem Tempo die von alten Birken gesäumte breite Allee hinauf bis zum Haus. Der Ankömmling stieg aus und erkundigte sich, ob der Fürst zu Hause sei. Unterdessen war die ganze fröhliche Familie nach ihrem Spaziergang wieder am Haus angelangt. Anna beeilte sich, als Erste hineinzugehen und fragte den Unbekannten, mit wem sie die Ehre habe. Es ist mir sehr peinlich, Fürstin, so unerwartet in ihr Haus eingefallen zu sein. Aber ich bin ein alter Freund ihres Mannes. Mein Name ist Dmitri Bechmetjew. Fast 12 Jahre lang habe ich meinen besten Freund nicht gesehen und bedauere sehr, ihn nicht anzutreffen. Wie? Sie sind Dmitri Alexejewitsch Bechmetjew? Ich habe so viel von Ihnen gehört. Ja, es ist, als wären wir seit langem miteinander bekannt. Na, treten Sie ein. Bitte, treten Sie ein. Morgen kommt mein Mann zurück. Heute dürfen Sie sich mit uns langweilen. Ich werde mich glücklich preisen, Fürstin, wenn ich Sie nicht langweile, sagte Bechmetjew mit einer unnatürlichen Stimme. Die ihr gar nicht gefiel. Wie er sich spreizt, dachte sie. So eine Frau also hat mein Freund, dachte er nicht ohne Neid. Aus dem, was Bechmetjew Anna erzählte, erfuhr sie, dass er aufgrund seiner schwachen Gesundheit kurz nach der Hochzeit zu einem Auslandsaufenthalt gezwungen gewesen war, in einem wärmeren Klima. Dass er mit seiner Frau in Algier gelebt, diese sich dort aber gelangweilt hatte, weshalb sie nach Paris davongefahren war. Kinder hatten sie keine. Aus Bechmetjews Andeutungen wurde Anna klar, dass er sich mit seiner Frau überworfen hatte und sie vermied es, ihm weitere Fragen zu stellen. Anna behielt Bechmetjew zum Essen da. Allerdings war die Atmosphäre an diesem Tag angespannt. Die Gouvernanten, der Verwalter, die Kinder, alle fühlten sich in der Gegenwart des Gastes gehemmt. Eine Ausnahme bildeten Manja und Pavlik, die einen unbezähmbaren Lachanfall bekamen, sodass ihnen sogar mit Entzug des Törtchens gedroht werden musste. Als die Kinder schon im Bett und alle auseinandergegangen waren, machte Bechmetjew Anstalten zu gehen. Doch Anna forderte ihn auf, bis zum nächsten Morgen zu bleiben, da der Fürst gegen 12 Uhr zu Hause sein wollte. Der Fürst traf jedoch nicht ein, wie versprochen. Als die Dämmerung anbrach, begann sie sich große Sorgen zu machen und beschloss, ihm entgegenzureiten. Sie bot Bechmetjew an, sie zu begleiten und ging den Kleinen stillen und sich umziehen. Prächtige englische Pferde wurden vorgeführt. Anna und Bechmetjew schwangen sich in den Sattel und ritten schweigend die Allee entlang bis zum Hauptweg. Das Gespräch, das sie beide zu führen versuchten, wollte gar nicht in Gang kommen. Anna war ihres Mannes zu beunruhigt, was Bechmetjew nicht entging. Es war inzwischen völlig dunkel geworden, als plötzlich das Stampfen zahlreicher Pferde, Stimmen und Lachen vernehmbar wurden. Anna und Bechmetjew hielten sich dicht am Waldrand, während die große Gesellschaft, an der Spitze der Fürst und die schöne Dame, mitten auf dem Hauptweg dahinritten. Anna rief den Fürsten laut an. Nie hätte er damit gerechnet, seiner Frau zu begegnen. Und Missmut überkam ihn. Ich war so in Sorge um dich, mein Freund. Du hattest versprochen, am Vormittag zurück zu sein. Wer ist denn das, wollte der Fürst wissen, wobei er dem sich in den nähenden Begleiter seiner Frau ins Gesicht starrte. Das ist dein alter Freund Dmitri Bechmetjew. Er ist gestern eingetroffen. Dmitri, wo kommst du denn her? Das ist ja eine Überraschung. Direkt aus Algerien komme ich. Wie ich mich freue, dich zu sehen, dazu als Familienvater. Glücklich. Ah, wie unverhofft das alles. Moment, ich bin so froh, dich zu sehen, aber ich muss mich bei der Gesellschaft entschuldigen. Der Fürst wendete jäh sein Pferd, um zu den Jägern zurückzukehren, sagte allen ein paar freundliche Worte, warf der Dame scherzhaft eine elegante Liebenswürdigkeit zu und preschte, nachdem er sich verabschiedet hatte, seiner Frau und dem Freund hinterher. Als er seine Frau eingeholt hatte, ritt er mit ihr ein paar Schritte voraus und flüsterte ihr zornig zu. Ich freue mich sehr, Dmitri zu sehen.
Aber es ist höchst unschicklich, dass du nachts und detatet mit einem Mann durch die Gegend reitest, den du zum ersten Mal siehst. Anna biss sich auf die Lippen und verstummte. Tränen traten ihr in die Augen. Sie hatte den ganzen Tag so geduldig auf ihren Mann gewartet und sich solche Sorgen um ihn gemacht und dann dieses Wiedersehen. Ungeachtet der Finsternis und der feuchten Witterung peitschte sie das Pferd und sprengte ihrem Mann davon. An diesem ganzen Tage sprach ich kein Wort mit ihr. Ich konnte nicht. Ich ging schweigend in mein Arbeitszimmer. Ihre Nähe erfüllte mich mit solchem Hass, dass ich vor mir selber Angst hatte. In der letzten Zeit war sie nie mehr in mein Zimmer gekommen, besonders um diese Stunde. Ich liege auf dem Sofa und ärgere mich. Plötzlich höre ich den bekannten Schritt. Will sie wirklich zu mir, denke ich, und horche auf ihre nahenden Schritte. Wenn sie wirklich zu mir will, habe ich recht. Und in meiner Seele steigt ein unaussprechlicher Hass gegen sie auf. Die Schritte kommen immer näher. Wird sie wirklich nicht vorbei in den Saal gehen? Nein. Die Tür knarrt. Und in der Tür erscheint ihre hohe, schöne Gestalt. Im Gesicht, in den Augen sehe ich Angst und Flehen. Sie will es zwar verbergen, ich sehe es aber doch und weiß, was es bedeutet. Ich wäre fast erstickt, so lange hatte ich den Atem angehalten. Sie immer noch anstarren, griff ich nach meiner Zigarettendose und steckte mir eine Zigarette an. Ich sehe, du bist unzufrieden, sagte sie. Ich bin durchaus nicht unzufrieden, erwiderte ich. Aber ich sehe es doch. Dann muss ich deinen Scharfblick bewundern. Ich meinerseits sehe nichts, als dass du dich wie eine Kokotte benimmst. Bloß ist dir jede Gemeinheit angenehm, mir aber entsetzlich. Wenn du schimpfen willst wie ein Droschkenkutscher, dann gehe ich lieber. Geh nur, aber merke dir, dir ist die Ehre der Familie nichts wert, mir aber bist du zwar nichts wert, paschlatte k czorto! Umso höher steht mir die Ehre der Familie. Was redest du bloß? Scher dich weg, um Gottes Willen!
Du bist wirklich ganz unerträglich geworden, fing sie an. Du hast einen Charakter, mit dem es auch ein Engel nicht aushielte. Jawohl. Mich beleidigen, erniedrigen, schänden und zu guter Letzt mich noch als den Schuldigen hinstellen, dachte ich. Und plötzlich packte mich eine so furchtbare Wut, wie ich sie bisher noch nie empfunden hatte. Zum ersten Mal verlangte mich danach, dieser Wut eine körperliche Handlung Ausdruck zu geben. »Scher dich hinaus oder ich schlage dich tot«, schrie ich, trat dicht an sich heran und packte ihren Arm. Ich übertrieb absichtlich den Ausdruck der Wut in meiner Stimme, als ich das rief. Und ich muss furchtbar gewesen sein, denn sie erschrak so sehr, dass sie nicht einmal die Kraft fand, hinauszugehen, sondern nur sagte... »Vasia, was ist dir? Was hast du?« »Hinaus«, brüllte ich noch lauter. »Du kannst mich rasend machen! Ich stehe für mich nicht ein!« Nachdem ich einmal meiner Wut freien Lauf gelassen hatte, schraubte ich mich an ihr hoch. Ich wollte noch etwas ganz Außerordentliches tun, um ihr zu zeigen, dass meine Raserei den Höhepunkt erreicht hätte. Ich hatte furchtbare Lust, sie zu schlagen, sie zu töten. Doch ich wusste, dass das unmöglich war. Um aber nun doch meine Wut auszutoben, ergriff ich einen auf dem Tisch liegenden Briefbeschwerer, schrie noch einmal »Hinaus!« und warf ihn an ihr vorbei, auf den Fußboden. Ich hatte sehr scharf vorbeigezielt. Da ging sie hinaus, blieb aber in der Tür stehen und nun, solange sie das noch sehen konnte, ich tat es mit Absicht, damit sie es sah, fing ich an, allerlei Sachen vom Tisch zu werfen, Leuchter, Tintenfass und so weiter, und sie auf den Boden zu werfen. Dabei schrie ich immer wieder, »Pack dich weg! Hinaus! Ich stehe für mich nicht ein!« Sie ging hinaus und ich hörte sofort auf. »Diese Egoisten von Männern«, dachte Anna entrüstet. »Ihn plagt die Eifersucht, während ich alleine zu Hause sitze.« Sie konnte sich nicht beruhigen. Ihre Empörung, ihre Verachtung gegen den, den sie so sehr zu lieben versucht hatte und mit dem ihr Leben verbunden war, wollte sich einfach nicht lösen. Nichts und niemanden braucht er. Weder mich noch die Kinder.« Nichts an unserem Leben interessiert ihn. Mich braucht er nur als Gegenstand. Und dass bloß keiner seine Eigenliebe verletzt. Ja, ich bin seine Frau. Wage keiner, mit ihr auch nur ein Wort zu wechseln. Annas Verdruss wuchs immer mehr. Wenn er aber selbst mit jemandem liebäugelt, dann ist nichts dabei. Mein Gott, mein Gott! Das Selbstmitleid trieb ihr die Tränen in die Augen. Als ihr Mann eintrat, schlug er einen versöhnlichen Ton an. Er näherte sich ihr, lächelte und umarmte sie wortlos. Anna nahm seinen Versöhnungsversuch gelassen und gleichgültig hin. Sie fühlte sich in diesem Augenblick geistig so einsam, dem, worum es ihm ging, so fern, dass sie, als er sie in seine Arme schloss, nicht sofort begriff, was er wollte. Erst als sie erkannte, warum er sich so schnell versöhnt hatte, wurde er ihr plötzlich zuwider. Sie löste seine Hand und rief, »Nein, ich kann nicht, um keinen Preis!« Alles an dem Fürsten erschien ihr jetzt unangenehm. Sein schönes Gesicht kam ihr grob und dumm vor. Seine vergilbten Zähne, seine ergrauten Haare, seine leidenschaftlichen Augen.
Alles stieß sie ab. Sie legte sich hin, löschte die Kerze, drehte sich zur Wand und tat, als schliefe sie. Die aufgeloderte Eifersucht des Fürsten verging bald wieder. Er schrieb selbst einen Brief an seinen Freund, um ihn zum Essen einzuladen. Und als Bechmetjew seine Besuche bei ihnen wieder aufnahm, hatte sich der Fürst in Bezug auf seine Frau völlig beruhigt. Unterdessen fand Bechmetjew unmerklich Zugang zu Annas Familien- und Innenleben. Er ging mit ihr und den Kindern spazieren, spielte und beschäftigte sich mit ihnen. Bald erzählte er ihnen interessante Geschichten, bald malte er mit ihnen. Was Anna betraf, so hatte sie sich nie so glücklich gefühlt und ihr Leben als so erfüllt empfunden. Mehr und mehr umgab sie eine Atmosphäre der Liebe. Weder zärtliche Worte noch grobe Liebkosungen gab es, nichts, wovon die Liebe üblicherweise begleitet wurde. Doch alles ringsum atmete Zärtlichkeit. Alles war Zuneigung und Glück in ihrem Leben. Sie hatte beständig das Gefühl, dass ein teilnahmsvolles Auge ihr ganzes Leben beobachtete, alles gut hieß, von allem hoch erfreut war. Bechmetjews Fürsorge und Anteilnahme an Annas Leben äußerte sich in allem. Sie liebte Blumen. Er füllte ihr ganzes Haus mit den schönsten, die es gab. Sie liebte es, vorgelesen zu bekommen. Er suchte interessante Aufsätze und Bücher aus und las sie ihr abendlang vor. Anna liebte ihre Schule. Er schickte dorthin, wie einer netten, naiven Lehrerin zuliebe, Bücher, Zeichnungen und diverses Unterrichtsmaterial. Nie wurde Anna sich recht klar darüber, weshalb alles, was bisher schwer gewesen war, jetzt leicht geworden war. Weshalb alles, was sie aufgebracht und verstimmt hatte, nun aufhörte, sie aufzubringen. Alle Kleinigkeiten und Missgeschicke des Alltags wurden belanglos. Alle Leute erschienen ihr gut. Was am erstaunlichsten war, aber zweifellos ebenfalls eintrat, ihr Mann wurde ihr angenehmer. Ja, sie war auch zu ihm sanft und liebevoll. Und das befreite ihn gänzlich von seiner Eifersucht. Ich glaube, es ist überflüssig zu erwähnen, dass ich sehr eitel war. Wenn man bei unserer Lebensweise nicht eitel ist, so hat das Leben überhaupt keinen Sinn. Ich erlaubte mir jetzt nicht, eifersüchtig zu sein. Erstens hatte ich schon so viel darunter gelitten und musste mich erholen. Zweitens wollte ich den Beteuerungen meiner Frau glauben und glaubte ihnen. Aber obgleich ich nicht eifersüchtig war, war mein Verhalten ihm und ihr gegenüber unnatürlich. Und während des Essens und bis zum Beginn der musikalischen Darbietungen verfolgte ich unausgesetzt ihre Bewegungen und ihre Blicke. Das Diner war wie alle Diners. Langweilig, verlogen. Die Musik begann ziemlich früh. Oh, wie genau erinnere ich mich aller Einzelheiten dieses Abends. Ich erinnere mich, wie er die Geige brachte, den Kasten öffnete, die Decke abnahm, die ihm eine Dame gestrickt hatte, das Instrument hervorzog und zu stimmen begann. Ich erinnere mich, wie meine Frau sich mit heuchlerisch gleichgültigem Blick hinter dem, wie ich wohl sah, sich eine große Angst verbarg, vor allem um ihr musikalisches Können, wie sie sich ans Klavier setzte und wie nun in der üblichen Weise das A angeschlagen, ein Pizzicato auf der Geige versucht, das Notenheft zurechtgeschoben wurde. Ich erinnere mich weiter, wie sie einander anblickten, nach den Zuhörern sahen, die noch nicht alle Platz genommen hatten, wie sie dann einander etwas sagten und endlich die Musik begann. Sie spielten die Kreuzersonate von Beethoven. Kennen Sie das erste Presto? Kennen Sie es? Ein furchtbares Werk ist diese Sonate. Oh, und gerade dieser erste Teil. Und die Musik überhaupt ist etwas Furchtbares. Thank you.
Was ist sie? Ich verstehe es nicht. Was ist Musik? Und was bewirkt sie? Und warum wirkt sie so, wie sie wirkt? Man sagt, die Musik wirke erhebend auf die Seele. Das ist nicht wahr. Das ist Unsinn. Sie wirkt furchtbar. Ich rede aus eigener Erfahrung, aber keineswegs erhebend. Sie erhebt die Seele nicht, sie zerrt sie herab. Sie stachelt sie auf. Wie soll ich das ausdrücken? Die Musik versetzt mich mit einem Mal unmittelbar in jene Seelenverfassung, in der sich der Tondichter befand. Meine Seele verschmilzt mit der seinen und mit ihm zusammen gerate ich aus einem Zustand in einen anderen. Warum ich das aber tue, weiß ich nicht. Der Mann etwa, der die Kreuzersonate schuf, also Beethoven, er wusste, warum er sich in einem solchen Zustand befand. Dieser Zustand hatte für ihn einen Sinn, den er für mich nicht hat. Darum stachelt die Musik nur auf, aber löst nichts aus. Und nun, so ein furchtbares Mittel in der Hand eines jeden beliebigen Menschen. Nehmen Sie bloß die Kreuzersonate, das erste Presto. Darf das denn im Salon vor dekoltierten Damen gespielt werden? Erst wird das Presto gespielt, dann wird Beifall geklatscht, dann isst man Gefrorenes und unterhält sich über die neueste Skandalaffäre. Solche Stücke darf man nur bei bestimmten, wichtigen, bedeutsamen Angelegenheiten spielen. Nur dann, wenn es gilt, gewisse Taten zu vollbringen, die dieser Musik entsprechen. Erst spielen und dann tun, wozu einen diese Musik treibt. Aber dieses weder dem Ort noch der Zeit entsprechende von Erregen, von Energien, von Empfindungen, die sich durch nichts äußern dürfen, wirkt nur verderblich. Auf mich wenigstens wirkte dieses Werk entsetzlich. Vor mir taten sich scheinbar ganz neue Empfindungen auf, neue Möglichkeiten, von denen ich bisher nichts gewusst hatte. Ja, so ist es. Ganz anders, als ich früher gedacht und gelebt hatte, schien etwas in meiner Seele zu sprechen. Was das Neue war, das ich erfahren hatte, darüber konnte ich mir keine Rechenschaft geben. Aber das Bewusstsein dieses Neuen erfüllte mich mit großer Freude. Alle anwesenden Personen, darunter auch meine Frau und er, erschienen mir in einem anderen Licht. Thank you.
Thank you.
Als Anna das niedrige, aber recht geräumige Gästezimmer im Hause Varvara Alexejewnas, der Schwester Bechmetjew, betrat, begrüßte diese Anna hastig, dankte ihr für ihr Kommen und kümmerte sich weiter um das Picknick, das für den Abend vorbereitet wurde. Bechmetjew, deutlich abgemagert, hohlwangig und wehmütig gestimmt, saß alleine da und trat, ohne sich zu verstellen und seine Freude zu verbergen, auf Anna zu. Sie haben abgesagt und sind doch gekommen. Was für eine freudige Überraschung. Es war für mich auch einfach unvorstellbar, abzureißen, ohne Sie noch einmal gesehen zu haben. Warum sind Sie denn nicht zu uns gekommen? Fragte Anna, während sie ihm die Hand reichte und er sie küsste. Ja, natürlich, morgen wäre ich ganz bestimmt vorbeigekommen, aber Sie sehen ja, wie schwach ich bin. Fügte er sanftmütig lächelnd hinzu. Als ob ihm der unvermeintlich nahe Tod Freude bereitete, dachte Anna. Sie werden sich im Ausland wieder erholen. Wozu? Besser schnell dorthin in die Ewigkeit. Ist es zu eng für mich geworden. Anna hatte den Eindruck, dass Bechmetjew bei diesen Worten nicht mehr sie sah, sondern dass seine Augen irgendwohin ins Grenzenlose gerichtet waren. Und sie selbst zog es auf einmal auch dorthin. Kutsche auf Kutsche fuhr vor. Ich bitte die Fürstin, mir die Ehre zu erweisen und mit mir zu fahren. Mit ritterlicher Geste reichte er ihr den Arm, ließ sie Platz nehmen und setzte sich neben sie, in seinen Mantel gehüllt und um die Beine eine Decke gewickelt. Nach rechts! Ordnete Bechmetjew plötzlich an und sie bogen in einen alten Kiefernwald ein. Wir machen einen Umweg, ist es so schön, sagte er. Als sie alleine waren, fühlte Anna Gewissensbisse ob dieser Zweisamkeit. Die Nähe Bechmetjews erregte sie auf schmerzliche Weise. Der Anblick seines Vergehens machte sie so verzweifelt, dass sie minutenlang fürchtete, die Beherrschung zu verlieren. Loszuschluchzen, loszuschreien, etwas Unkontrolliertes zu tun. Sie schloss die Augen und sah schweigend zur Seite, die Hände an Brust und Herz gedrückt, als wollte sie das Leben in sich zum Stillstand bringen. Das ist für immer unsere letzte gemeinsame Ausfahrt, dachte Anna mit einem Blick zu Bechmetjew. Er spürte ihn und sagte, es ist doch schön hier. Ja, wunderbar, aber wozu unternehmen Sie diese Fahrt? Es ist so feucht kalt heute. Ist Ihnen kalt? Was für kalte Hände Sie haben. Kann es wirklich sein, dass er stirbt? Dachte sie. Als erwiderte ihr ihre Gedanken, sagte Bechmetjew plötzlich, diese Ausfahrt, Fürstin, ist unser endgültiges Abschiednehmen. Morgen reise ich ab und wir werden uns aller Wahrscheinlichkeit nie mehr wiedersehen. Er schwieg eine Weile. Ich möchte Ihnen sagen, wieder stockte er, dass
in meinem Leben, das Freudvollste, mein Zusammensein. Nein, ich muss die Wahrheit sagen. Meine Bekanntschaft mit ihnen war. Anna wollte etwas entgegnen, vermochte es jedoch nicht. Die Kehle war ihr wie zugeschnürt. Nie zuvor bin ich einer Frau begegnet mit einer solchen Aureole der Reinheit, Klarheit und Liebe zu allem Erhabenen, wie sie sie umgibt. Was immer sein mag, Fürstin, Gott gebe ihnen eins, das zu bleiben, was sie sind. Die Kutsche rollte weich gefedert den Waldweg entlang. Es dunkelte und Bechmetjew blickte so ruhig und glücklich. Und beide wussten, dass es möglich ist, glücklich zu sein, aber so wie man den klaren Himmel lieben und sich an ihm und an der herrlichen, sommerlichen Natur erfreuen kann, an dem Glück zusammen zu sein. Diese Fahrt durch eine ihr unbekannte Gegend schien sie gemeinsam einer ungewissen Ewigkeit entgegenzuführen, dorthin, wo es keine Trennung mehr gab. Wir sind da, sagte Bechmetjew leise, nahm wortlos Annas Hand, küsste sie lang und liebevoll und brachte noch leiser hervor: Leben Sie wohl, liebe Fürstin. Sie beugte sich hinab und küsste ihn auf die Stirn. Der Kampf, der sie die ganze Zeit gewürgt hatte, löste sich in einem leisen, schmerzlichen Stöhnen. Tränen traten ihr in die Augen. Etwas erstarrte. Für immer. Gleichwohl musste das Leben weitergehen, und zwar auf gute Weise. Als der Abend zu Ende ging und sie allein in ihrer Kutsche saß, im stählern kalten Mondlicht der Augustnacht, wurde ihr ihre seelische Einsamkeit vollends klar. Und plötzlich brach es aus ihr heraus. Sie begann qualvoll und lange zu weinen. Mit diesen Tränen aus wilder Verzweiflung fiel das Leid mehr und mehr von ihr ab. Als sie sich ihrem Haus näherte, gewann sie die Beherrschung wieder und Lebensmut und Energie kehrten allmählich zu ihr zurück. Sie hatte ihre geistige Stärke wiedergewonnen und betrat das Haus im vollen Bewusstsein ihrer Pflicht und wie erneuert. Sie zog ihren Sommermantel aus, ging zunächst in die Kinderzimmer und dann leise zur Türe des Arbeitszimmers ihres Mannes, der noch nicht schlief. Wenn manche Leute sagen, sie wüssten in der Raserei nicht, was sie tun, so ist das Unsinn und Lüge. Ich war mir meines Tuns völlig bewusst und vergaß mich auch nicht eine Sekunde lang. Je heißer ich meine Wut anfachte, desto heller leuchtete in mir das Licht des Bewusstseins und ich konnte in seinem Schein alles sehen, was ich tat. Jede Sekunde wusste ich, was ich tat. Ich will nicht behaupten, dass ich vorher gewusst hätte, was ich tun würde. Aber in dem Augenblick, wo ich es tat, sogar ganz kurz vorher, war ich mir meines Tuns bewusst. Wohl, so möchte ich fast sagen, damit ich es später bereuen könnte. Damit ich mir sagen könnte, dass ich hätte Halt machen können. Ich wusste, dass ich sie unterhalb der Rippen traf, und dass der Dolch ins Fleisch eindringen würde. In dem Augenblick, als ich es tat, wusste ich, dass ich etwas Entsetzliches tat. Etwas, was ich noch nie getan hatte und was entsetzliche Folgen haben musste. Aber diese Erkenntnis zuckte nur auf wie ein Blitz. Und auf die Erkenntnis folgte sofort die Tat. Der Tat war ich mir mit außerordentlicher Klarheit bewusst. Ich fühlte deutlich einen Augenblick den Widerstand, den das Korsett und noch irgendetwas dem Dolch bot und dann das Eindringen der Spitze in etwas Weiches.
Sie griff mit den Händen nach dem Dolch, schnitt sie sich blutig, konnte die Waffe aber nicht aufhalten. Ich habe später im Gefängnis, als die sittliche Wandlung in mir vorgegangen war, lange über diesen Augenblick überlegt, mir alles, soweit es möglich war, ins Gedächtnis zurückgerufen und nachgedacht. Ich erinnere mich, wie ich einen Augenblick, aber nur einen kurzen Augenblick vor der Tat, das furchtbare Bewusstsein hatte, dass ich morde. Dass ich ein Weib morde. Ein wehrloses Weib. Mein Weib. Ich erinnere mich des Grauens, das mich bei dieser Erkenntnis erfasste. Und daraus schließe ich und glaube mich sogar dunkel daran erinnern zu können, dass ich, gleich nachdem ich den Dolch hineingestoßen hatte, ihn wieder herauszog, um das Geschehene vielleicht noch gut zu machen, um mir selbst Einhalt zu gebieten. Ich stand eine Sekunde unbeweglich da, in Erwartung dessen, was nun geschehen würde. Ob man es noch gut machen könnte? Sie sprang auf und schrie: Er hat mich ermordet!